Also folgendes ist der Fall. Wir haben hier unser Pferd und das hat irgendwie ein kleines persönliches Problem mit Treppe Trepovic. Ich kann das gleich mal eben demonstrieren. Also erstmal kann man hier ganz normal hochgehen. Da dachte ich mir so, ein Pferd, das die Treppe hochgeht, da kann irgendwas nicht stimmen. Die Füße von ihr. Alter, was? Kannst du bitte ein bisschen vorsichtiger reiten? Au! Genick gebrochen, sehr gut. Gina, geht's dir gut? Ich glaube, der wird auch beim Reiten immer mal schlecht. Ja. Oh, da ist der Rucksack. Reitet das jetzt so, oder? Biegt die. Moment mal, was? Biegt die mal wieder zurecht. Mein. Oh, aua! Das ist im Bein. Naja, das ist wie. Das ist Mario Kart Double Dash, die guckt nach hinten und schießt Schildkrötenpanzer. Der Fuß! Aua! Ah! Und RIP! Und wir haben das Spiel gebrochen. Der Schwanz. Ich wäre wohl, wenn ich noch da wäre. Vermutlich wäre ich jetzt auch eine beschissene Soldatin. Niemals. Du würdest dir nie etwas befehlen. Perfekter Moment zum Reden. Ja, stimmt wohl. Ich muss sagen, und das Modell ist einfach nur Die wäre deutlich belebter. Ja, komm, mach mal weiter, bringt ja nichts. Ist ja jetzt mit den ganzen Albernheiten. Ich muss mal die Story weiterspielen. Aber stimmt, Ellie fehlt ein Arm. Ich glaube, wir sollten da lang. Ach, da lang! Okay, ach, da hoch! Hat die nicht normalerweise Augen? Stimmt. Die ist ganz schön angepisst. Oh, Licht geht noch. Okay. Was? Tja, schlecht, Robin, schlecht gespielt, verloren. Bist gestorben, sorry. Ich glaube, die hat da so eine leichte Fraktur. Ich weiß es nicht genau, ich bin kein Arzt, aber irgendwie wirkt das nicht so auf mich, als ist das die Art und Weise, wie man sich überhaupt bewegen sollte.